Namaste, Namaste, guten Morgen, auch im Namen von Georg. Frisch, fröhlich, muss ein bisschen aufpassen, dass man ihn im Schnee noch findet, so weiß, wie er ist. Und er ist ziemlich diffig unterwegs da am Recherchieren. Nächste Woche sind auch unsere Drucker, The Barts, wieder im Hause und es gibt wieder diese schönen T-Shirts und Rucksäcke und Hoodies und Kleber. Und ich denke, es ist halt schwarz, aber die Zeiten sind auch nicht rosa. Es ist auch eine gute Form, qualitativ hochwertig ein bisschen Farbe zu bekennen, in welcher Form man das auch immer möchte. Und es kommt ja einem guten Zweck zugute, der Druckerei Barth. Und der beste Zweck ist natürlich mein Kanal. Ich darf jetzt da auch mal ein bisschen aus der großen Kelle schöpfen, wie das Roger Köppel manchmal auch tut. Gott sei Dank gibt es die Weltwoche. Und ich muss ganz ehrlich zugestehen, ihr wisst ja, wir haben, so wie es aussieht, diese Referenden gegen das Covid-19-Gesetz und gegen das Antiterrorgesetz durchgebracht. Ich habe jetzt noch nicht die letzte Zahl der wirklich beglaubigten Unterschriften gesehen. Und da darf man auch ein bisschen sagen, das passiert eben auch dank solchen, wie der Mainstream immer völlig verächtlich schreibt, solchen Garagensendern wie Roger Bittel TV oder Stricker TV oder Kaimi Report und muss man sagen auch Weltwoche Daily, obwohl die das nicht so bewerben, diese Referenten. Die tragen eben auch dazu bei, dass eine andere Meinung, eine andere Sicht der Dinge in einer Demokratie lebensnotwendig entstehen kann. Denn ganz ehrlich, sonst vielleicht doch Stefan Miljus mit der Ostschweiz, nein, nicht vielleicht, auch ganz sicher eine ganz, ganz klare Gegenstimme. Alex Bauer selbstverständlich, der Journalist, der nicht müde wird, die eben auch die andere Seite auszuleuchten. Also wir, eine gewisse Verantwortung haben wir eben schon auch und ganz herzlichen Dank auch für die nach wie vor vielen Zuschriften, die ich nicht alle beantworten kann, aber die ich praktisch alle wirklich lese. Ich kann auch nicht jedes Video schauen und ich habe ganz viele bekommen über Paul Schreier, sein Vortrag. Habe ich natürlich gesehen und nochmals, ich möchte das Buch von ihm, Chronik einer angekündigten Krise von Paul Schreier, wirklich wärmstens empfehlen. Also lieben Dank euch allen für Zuschriften, für Spenden, für die Unterstützung. Ohne das würden wir uns da irgendwie in einem luftleeren Raum bewegen und irgendwie in einen Wattebausch hinein philosophieren und dozieren etc. Also super. Ich bin immer noch auf Magnesium und auf CBD. Es ist wirklich schwierig. Was auch sehr hilft, ich bin jetzt 30 Tage am Stück joggen gegangen und das ist hervorragend. Das baut Adrenalin ab, das baut Aggressionen ab. Das macht auch körperlich müde, das verbessert die Schlafqualität. Bewegt euch, tut das, solange wir noch irgendwie zu unseren Wohnungen und Häusern raus dürfen, ohne Selbstdeklaration, warum wir das machen. Also wirklich, move your ass, kostet relativ wenig, hat nur praktisch erwünschte Nebenwirkungen und macht einem irgendwie auch ein bisschen dickhäutiger, als wenn wir da nur diese furchtbaren Medien Indoktrinationen konsumieren würden. Nun, wir riskieren mal einen Blick auf die Insel, die ja nicht mehr zu Europa, nicht mehr zu EU gehört, die Briten. Und die habe ich immer so als relativ gefasst, sophisticated, sehr höflich angesehen, eine Insel mit höflichen Menschen, die Style haben, die auch modisch oft gut angezogen sind, eine ziemlich schwierige Küche und einen langweiligen Kick-and-Rush-Fußball, aber tolle, tolle Popmusik, Britpop etc., tolle Rockmusik selbstverständlich, auch in der Klassik gut.
Tate Gallery, tolle Gebäude, Ausstellungsräume und so weiter. Aber jetzt, was jetzt? Ich weiß nicht, ob Ihnen der Brexit nicht so gut bekommt, keine Ahnung. Was habe ich? Ich habe ja einen Blog geschrieben, findet ihr übrigens, ganz ehrlich, also marcokaimi.ch, dort lernt ihr noch einen anderen Kaimi kennen, weil das ist dann meine private Homepage, möchte ich auch sagen, nicht meine medizinische. Und dort kann ich wirklich mehr schreiben, wie mir der Schnabel oder die Finger gewachsen sind, weil wenn das dann auch noch gelöscht wird auf den Homepage, also dann, ich weiß nicht, was dann noch übrig bleibt, wahrscheinlich dann definitiv der Untergrund oder sowas. Also ist alles kostenlos, marcokaimi.ch, es heißt Everyday Kaimi, ich schaff's nicht jeden Tag, wenn es dann die Praxis losgeht, sowieso nicht, einen Blog zu schreiben, wenn wir ein Video machen, dann ist an diesem Tag ist dann nicht unbedingt noch ein Blog. Und dort habe ich Everyday Kaimi 26 habe ich einen geschrieben über Schwarmdummheit, was alles strafbar werden soll. Großbritanniens oberster Beamter für die Terrorismusbekämpfung, Neil Bazou, fordert neue Gesetzung zur Bestrafung von Personen, die Anti-Regierungstheorien verbreiten. Wie so oft wird dabei in einem angelsächsischen Land vorexerziert, was dann weltweit umgesetzt werden soll. Neil Bazou ist Großbritanniens Chef der Terrorismusbekämpfung und zugleich stellvertretender Leiter der Metropolitan Police London, MET, diejenige Police, die auch 92-jährige Assange-Supporter wie Eric von der Straße weg verhaftet. Wir kommen noch auf Julian zu sprechen. Gegenüber britischen Medien sagte er, es müsse darüber diskutiert werden, ja, so fängt es immer an, ob es das Richtige für die Gesellschaft ist, Menschen zu erlauben, falsche Informationen, die Menschenleben kosten können, zu verbreiten. Das ist schon mal die Frage, eben die Wissenschaft, oder was sind dann die richtigen Informationen und was sind die falschen? Und die Wissenschaft, die besteht nun mal nicht aus nur richtig oder falsch, außer das Mathematik, da gibt es ein paar Axiome, wie man sagt, dass zum Beispiel 1 und 1, 2 ist, ist relativ schwierig, verschwörungstheoretisch zu widerlegen, oder? Interessant, was Bazou unter Diskussion versteht. Offenbar soll der Begriff Debatte neu definiert, de facto und jure, Fragezeichen, aber Redefreiheit abgeschafft werden. Kriminalisiert wird, wer sich nicht im Einklang mit dem Narrativ der Herrschenden findet. Was für ein Zufall! Neil Bazou hat sich am selben Tag dergestalt geäußert, an dem Boris Johnson Rekordausgaben für Laserwaffen, für gezielte Energiewaffen, eine Agentur für künstliche Intelligenz und die Schaffung einer nationalen Cybertruppe, eine Gruppe von Hackern, die offensive staatliche Operationen durchführen sollen, ankündigte. Naja, Großbritannien im Krieg? Fragezeichen. Nous sommes en guerre, flötete vor Monaten Emmanuel Macron. Und jetzt England oder Großbritannien? Offenbar, denn einer der höchsten Polizeibeamten der Insel, eben Neil Bazou, des kulinarischen Schreckens hat zum ideologischen Krieg gegen bezüglich der Impfung Fragenstellenden aufgerufen. Ideologische Kriege dieser Spezies finden im Internet statt, wo mittlerweile ein Großteil des Militärbudgets der Regierung investiert wird. Debatten, Fragezeichen, überflüssig, respektiert, geführt von einer kleinen Gruppe, Exekutive, Regierung, Polizei und Militär und der Agentur für Öffentlichkeitsarbeit, genannt die Mainstream-Medien. Schaut zu, wie, und das Parlament, was macht eigentlich das britische Unter- und Oberhaus, schaut zu, wie in Deutschland und weitgehend auch in der Schweiz. Wir erinnern uns an diesen unsäglichen Parlamentsfrühling in der Schweiz, als sich die Damen und Herren Angst hatten, anzustecken und das Regieren einfach dem einsamen Bundesrat überlassen haben. Das Schlimmste, wenn Bazous Vorschlag amtlich würde, gäbe es eine neue Kategorie von kriminellen Aktivitäten. Und das würde man dann bezeichnen, Andersdenken-Gedankenverbrechen. Regierungen wären ermächtigt, unser Denken und unsere Kommunikation zu regulieren. Und ganz ehrlich gesagt, passiert das nicht jetzt schon? Sie könnten argumentieren, dass jeder, der mit dem Staat
nicht übereinstimmt oder Fragen stellt, was in einer Demokratie per Definition absolut richtig, wichtig und wünschenswert ist, in Wirklichkeit ein subversiver Verschwörungstheoretiker sei, der durch seine Ansichten das Leben anderer gefährde und daher strafrechtlich verfolgt werden müsse. Die Einmischung des obersten Antiterrorismusbeamten von Großbritannien in diese Debatte zeigt, dass der Staat jeden, der die offizielle Darstellung in Frage stellt, als Terrorist gebrandmarkt werden kann. Die Regierung kann dadurch ihre Opposition nicht nur zensieren, sondern gar kriminalisieren und strafrechtlich verfolgen. Auch bei uns könnte man der Versuchung unterliegen, solche Menschen zumindest gesellschaftlich auszuschließen. Macht und Machtmissbrauch sind nicht an Inseln oder Grenzen oder Vereinigungen wie die EU gebunden. Und darum bleibt ja zu hoffen, dass auch dieses Referendum gegen das neue Polizeigesetz, das eines der härteren auf dieser Welt wäre in der Schweiz, dass wir zumindest, es geht ja nicht darum, dass man den Staat abschaffen will oder das staatliche System über den Haufen schmeißen will, was man da auch alles den kritisch Denkenden vorgeworfen hat. Es geht doch überhaupt nicht darum, aber es geht doch darum, dass wir bei den Big Points, dass da der Souverän, die Bevölkerung, die stimmberechtigte, erwachsene Bevölkerung mitreden darf. Und das ist das Ziel des Referendums, dass es eine Diskussion gibt, wie es vor jeder Abstimmung eine Diskussion gibt. Und es bleibt zu hoffen, dass dann auch die Mainstream-Medien eben beide Seiten oder sogar, wenn es mehrere Seiten gibt, alle Seiten in Abstimmungselefantenrunden einladen und nicht nur Leute, die auf der Payroll, auf der Unterstützungspayroll des Bundes oder der Regierungen liegen und sitzen. Das ist das Kennzeichen eines Diskurs, einer Debatte und einer lebenden und gesunden. Und ich denke am Schluss trotzdem, auch wenn vielleicht gewisse Partialinteressen ein bisschen runterkommen, trotzdem zu einer Win-Win-Situation auch für die herrschende aktuell herrschende Klasse führt. Ich meine, man muss sich schon mal vorstellen, wenn man jetzt da zum Beispiel in Berlin sitzt, in der Regierung oder in Bern sitzt und die bekommen ja auch ganz gehörig ihr Fett ab und man bekommt da Briefe zugestellt mit Geschäftsverboten oder mit Restaurantverboten, oder? Ich meine, das kann doch nicht das Ziel der Regierenden sein. Und irgendwann wird es langsam, ich habe das schon mal gesagt, vom Polizeischutz, oder? Also irgendwann, wenn dann gewisse Menschen nichts mehr zu verlieren haben, dann gibt es die Ventilfunktion, die gibt es so lange, wie die Menschheit alt ist. Und dann müssen auch in der diesbezüglich sehr friedlichen, zum Glück, und behäbigen Schweiz, dann müssen sich auch diese Magistraten überlegen, ob sie dann immer mit 3, 4 Leuten, ihr wisst ja, so mit Knopf im Ohr und Sonnenbrille, und schöne Maßanzüge aus dem Haus und nur noch in gepanzerten Limousinen bewegen sollen. Also ich muss ehrlich sagen, für mich wäre das jetzt nicht unbedingt der gewünschte oder das gewünschte Lifestyle-Feeling. Also irgendwo sind wir doch irgendwie die Menschheitsfamilie und da gibt es schwarze Schafe, das ist nun mal so, für das gibt es auch ein Justizsystem, für das gibt es sogar Gefängnisse. Und für das gibt es auch ein Strafrecht und andere, ein Zivilrecht und so weiter. Oder? Aber am Schluss sind wir eine Menschheitsfamilie. Und wenn wir irgendwo die Schraube überdrehen, dann hat das meiner Meinung nach für alle Folgen. Und ich kann Ihnen sagen, ich habe Freunde aus Brasilien, ich war selbst dort. Man hat mir am letzten Tag um Mittag um 12 an der Copacabana, ich war einfach spazieren, habe auf den Flug gewartet, hat man mir das Nasenbein gebrochen. Ich bin seit 16 Jahren in Südafrika. Damit lernt man umzugehen mit einer Alarmanlage, da lernt man umzugehen mit Security States, da lernt man umzugehen mit privaten Wach- und Schließgesellschaften, weil einfach der Preis der Sicherheit, weil das Gefälle einfach höher ist, weil der einfach so ist durch dieses ganze Gap zwischen,
zwischen Arm und Reich. Und wenn das so weitergeht und werden wir wirklich nur noch einige Top-Unternehmen haben, die überleben, dann auf Einkaufstour gehen können, die Detailhändler aufkaufen, die Restaurants aufkaufen, die noch strategisch gut liegen, wo man eigene Produkte vielleicht absetzen kann, dann werden wir den Mittelstand auseinandernehmen. Er wird in sich zusammenbrechen und wir werden einen großen Graben haben, wie wir in an sich wunderschönen Ländern, die ich gerade genannt habe, eben auch bereits haben. Nun, das zweite Thema heute ist, es beschäftigt mich eigentlich immer wieder, weil es geht ja um das, was wir machen. Es geht um Journalismus, es geht um Informationen, es geht um Transparenz. Und ich habe ja das kurz angedeutet, dass Julian Assange im Moment nicht an die Vereinigten Staaten ausgeliefert wird. Ich möchte aber trotzdem noch einige Nachinformationen liefern, weil es ist für mich auch ein bisschen ein Spiegelbild, wo, auf welchem Krankenbett der Journalismus eben liegt. Also, er wird nicht ausgeliefert. Die Prozessvorbereitungen waren einmal mehr einfach katastrophal. Er musste sich mehrfach nackt ausziehen. Er hatte kaum Zugang zu seinen Anwälten und zu den Unterlagen. Er saß in einem Glaskäfig im Prozesssaal. Die Akustik war sehr schlecht. Viele Beobachter wurden auch nicht zugelassen. Und die Richterin Vanessa Borazer, gegen die auch ein Befangenheitsantrag eingereicht worden war, erfolglos, weil WikiLeaks über die Firma ihres Mannes berichtet hatte, führte als einziges Argument für die Nicht-Auslieferung an die USA den mentalen, also den psychischen Zustand von Julian ins Felde. Sie sagte richtigerweise, es könne nicht garantiert werden, dass in einem amerikanischen Hochsicherheitsgefängnis, einem sogenannten Supermax-Gefängnis, es zu keinem Suizid von Julian Assange kommen würde. Ansonsten stimmte sie aber praktisch mit allen Anklagepunkten der USA überein, insbesondere betreffend des Gesetzes des Espionage Acts. Das Gesetz stammt, die einen schreiben, aus dem Jahre 1907. Ich habe mehrfach gesehen, aus dem Jahre 1917 und wurde nach Eintritt der USA in den Ersten Weltkrieg erlassen. Und das wäre dann natürlich 1917. Das gibt mir persönlich kein gutes Gefühl, denn die USA, das ist ja das Land mit der fairsten und transparentesten Rechtsprechung. Das gilt auch für die Wahlen in den USA. Das sind die transparentesten und korrektesten Wahlen, die es gibt. Haben Berufung gegen das britische Urteil eingelegt. Und bei der soeben erwähnten Argumentation von Richterin Borazer ist die Gefahr groß, dass ein sogenanntes Overruling by a higher court Tatsache werden könnte, also dass dann irgendein Supreme Court oder ein Obergericht die Urteilsfindung von Vanessa Borazer eben überstimmen wird. Was geschah aber, also das muss man auch wissen, das wissen viele nicht, Assange ist nicht freigekommen. Die Anwälte haben auch Antrag auf Freilassung auf Kaution gestellt, dieser Antrag wurde abgelehnt. Er kommt also nicht frei. Die Begründung lautete, dass er schon mal gegen eine Kautionsauflage verstoßen hätte. Das ist richtig, wir kommen darauf zurück. Julian bleibt also nach wie vor wie ein Schwerverbrecher in Isolationshaft, 23 Stunden und 15 Minuten pro Tag. Die neue Begründung dafür ist für die Isolation, dass es im britischen Guantanamo, dem Belmarsh Hochsicherheitsgefängnis, viele Covid-19-Fälle gäbe. Er sitzt seit über 1,5 Jahren in Einzelhaft, hat seine Familie, seine Partnerin Stella und seine zwei kleinen Söhne letztmals im Frühjahr 20 gesehen. Klare Aussagen bezüglich diesem Justizskandal kommen von einem alten Politbekannten in Europa und fast engsten Vertrauten nebst seinem Vater und seiner Familie von Julian, nämlich von ehemaligen griechischen Finanzminister Yanis Varoufakis, in einem Interview mit Aaron Bastani von Novara Media. Varoufakis äußert die gewagte These, dass die Amerikaner Assange tot am liebsten wäre. Er sagte wörtlich, quote, they want to kill him, end quote. Nils Melzer, der Jurist und UN-Sonderbeauftragte und Sachverständige für Folter,
sprach im Falle von Assange von einem Komplott von vier diesbezüglich unsauberen Staaten. Ecuador, also als Rafael Correa von Lenin Moreno abgelöst wurde, vorher hatte er ja mehrere Jahre Asyl, wurde zwar überwacht dort, aber egal, von Schweden, von Großbritannien und der USA. Varoufakis sagt in diesem Interview auch, dass er als Feminist Julian mehrmals aufgefordert hätte, damals nach Schweden zu reisen und bezüglich der Vergewaltigungsvorwürfe auszusagen. Assange tat das nicht, weil Schweden, das ist nachlesbar, ihm nicht garantieren konnte, dass er auf Grundlage des Espionage-Acts nicht an die USA ausgeliefert würde. Das war übrigens auch der Verstoß gegen die Kautionsauflage. Assange ist dann, wie bekannt, 2012 in die ecuadorianische Botschaft geflüchtet und hat Asyl beantragt, das ihm auch gewährt wurde, bis zum 11. April 2019, als Lenin Moreno ihm gewissermaßen den Großbritanniern, den Briten zum Verhaftungsfraß vorgeworfen hat. Varoufakis sagt in diesem spannenden Interview auch, dass er jeweils Freude gehabt hätte, dass Julian bei seinen Besuchen und Telefonaten im Kopf ziemlich klar gewirkt hätte. Er habe ihm dies auch mit Freude mitgeteilt. Assanges Antwort war, dass er jeweils alle restlich bei ihm vorhandene Energie in diese Gespräche mit ihm, Varoufakis, seinen Anwälten und auch seinem Vater John Shipton und seiner Partnerin Stella gesteckt hätte. Wie ein Mobilisieren von restlichem Adrenalin sei das gewesen. Ansonsten hätte er aber größte Mühe, seine Gedanken zusammenzuhalten und diese zu kontrollieren, auch affektmäßig. Nach 7 Jahren in der ecuadorianischen Botschaft von einer spanischen Sicherheitsfirma, auch in Gesprächen mit seinem Arzt oder seinen Anwälten, permanent überwacht und bald 2 Jahren in einem Hochsicherheitsgefängnis, ist sein Gesundheitszustand äußerst prekär. Vielleicht hat Varoufakis recht. Es bleibt für Julian und seine Liebsten und Unterstützer zu hoffen, dass er irrt. Es wäre nicht nur das Ableben eines Unschuldigen, sondern auch der Tod des freien Journalismus, zumindest vor dem kleinen Teil des Journalismus, der überhaupt noch lebt. Und Assange hat nichts anderes gemacht als Kriegsverbrechen im Irak, Afghanistan-Tagebücher, die Verbrechen beschrieben haben, aufgezeigt, an die Öffentlichkeit gebracht zu haben, eben solche auch aus dem Hochsicherheitsgefängnis Guantanamo. Wo aber waren während dieser ganzen Zeit wirklich die Gerichtsreportagen der großen Medien? Das fragt man sich, das fragt auch Miloš Matušek, fragt sich das, er schreibt das, wo waren die großen Gerichtsreportagen über diesen Fall in den Medien, in den Zeitungen und Rundfunkstationen? Das Thema wurde entweder gar nicht oder aber stiefmütterlich behandelt, also nicht die große journalistische Solidarität. Matušek schreibt auch, das ist höchst bemerkenswert, kann sich der Fall Assange doch mit dem Fall Dreyfus messen. Ende des 19. Jahrhunderts in Frankreich, Dritter Republik, wurde ein jüdischer Offizier Opfer einer Verschwörung des Offizierskorps und eines großen Justizirrtums. Man hatte den Falschen wegen Spionage verurteilt. Die Rehabilitierung folgte erst viel später, maßgeblich dank wachsamen Intellektuellen, wo die meisten, das ist meine Meinung, in dieser Corona-Krise einfach schweigen wie die Lämmer. Folgte erst viel später maßgeblich dann wachsamen Intellektuellen wie Émile Zola, der große französische Schriftsteller, der darüber sein berühmtes J'accuse, ich klage an, veröffentlichte und so den öffentlichen Intellektuellen erfand. Nun, doch der Fall von Assange, der wird nicht so schnell zu Ende sein. Die britischen Richter müssen sich allerdings riskieren. Die Amerikaner haben jetzt 2 Wochen Zeit, in Berufung zu gehen. Sind sie, glaube ich, schon gegangen, meines Wissens. Die britischen Richter müssen sich nun entscheiden, oder, ob sie es riskieren wollen, ihr Justizsystem vor den Augen der Öffentlichkeit weiter gegen die Wand zu fahren zu lassen. Der Prozess kann sich noch durch mehrere Instanzen hin, sogar bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte,
hinziehen. Ein Ziel bleibt so für jene erreicht, denen Assange ein Dorn im Auge ist. In Zeiten zunehmender Machtkonzentration und Überwachung hat man den wichtigsten Enthüllungsjournalisten der Welt von seiner Arbeit abgehalten und durch scharfe Haftbedingungen mürbe gemacht. Man muss sich das einfach vorstellen, so lange Isolationshaft, über 23 Stunden pro Tag, kaum Zugang zu Familie, oder da, so behandelt man nicht mal irgendwelche Mörder. Das ist einfach unglaublich. Das ist einfach unglaublich. Und ihr merkt, das treibt mich einfach um. Und dass diese Kollegen und Kolleginnen, in Anführungszeichen Journalistinnen, da wird kaum darüber berichtet. Reporter ohne Grenzen ist jetzt endlich aufgewacht, berichtet auch vor dem Gerichtsgebäude darüber. Das ist gut, aber sonst kommt nichts. Es ist einfach irgendeiner, der da ein bisschen komisch aussieht. Nein, Vergewaltiger war er nicht, weil das haben ja die schwedischen Behörden, haben diese Vergewaltigung konstruiert. Die beiden betroffenen Damen, die wollten einfach wissen von der Polizei, ob man ihn zwingen könne, einen HIV-Test zu machen, weil sie einvernehmlich Sex, aber ungeschützt gehabt hätten. Also das ist alles, und das Verfahren wurde eingestellt, interessanterweise Stunden nach der Verhaftung von Assange am 11. April 2019. Oder? Der Fall Assange, so schreibt Matuszek, ist der größte Justizskandal der modernen Demokratie, der Sündenfall der westlichen Welt. Das ist immer schwierig, wenn man sagt, das ist der größte Justizskandal. Da tut man vielleicht anderen Menschen, die auch völlig fälschlicherweise abgeurteilt wurden, das gibt es leider, das ist menschlich, tut man vielleicht Unrecht. Aber ich würde sagen, im Journalismus ist es ein riesiger Skandal. Edward Snowden, der kann sich wenigstens frei bewegen in Moskau, und das ist auch nicht mehr die allerschlimmste Stadt, eine moderne Stadt geworden, oder? Aber dass man jetzt jemanden, der einfach die Wahrheit an das Tageslicht gebracht hat, und nochmals, WikiLeaks hat man noch nie überführt, größeren Blödsinn zu erzählen, dass der jetzt 7, 8, 9 Jahre bald in Räumen verbringt, ohne Sonnenlicht, liebe Grüße von seinem Vitamin D, und jetzt seit bald 2 Jahren in einem Hochsicherheitsgefängnis wie ein Schwerstverbrecher behandelt wird, das ist einfach da ist man einfach fassungslos. Und wir sollten, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch trotz und wegen Corona, sollten wir nicht auch den Blick uns der Gestalt einengen lassen, dass es nur noch diese chinesische Mikrobe gibt. Es gibt noch anderes Unrecht auf dieser Welt, und es lohnt sich, bei aller Frustration, die uns immer wieder und jeden Tag aufs Neue heimsucht, sollten wir diesbezüglich wach bleiben. Ich freue mich auf einen weiteren Lauf heute, um das Gehirn gut durchzuspülen. Ich wünsche euch einen weiterhin schönen Sonntag, und auch im Namen von Georg. Macht's gut. Together we stand, alle Macht dem Souverän, Amandla Avetu Saliminant.